Am nördlichen Ufer des Ruhrstausees gegenüber dem langgezogenen Höhenrücken des Kermeter liegt das heute zur Stadt Nideggen gehörende Schmidt. Auf einem ehemaligen Kohlplatz im Kermeter zeigen die Kühler für die Filmaufnahmen noch einmal, wie ein Meiler fachgerecht verkohlt und ausgeräumt wird. In der Flurparzelle Düsterer Büdebach haben sie in der vergangenen Woche den Kegel errichtet, der aus 80 Raummetern Buchenholz und einem Mantel aus Laub- und Kohlerde zusammengesetzt ist. Auf der Meilerkuppe, unmittelbar neben dem Feuerschacht der Fülle, entzündet Hubert Stollenberg das Vorfeuer. Der Köhler wirft nun einige Hände voll Holzkohle in den Feuerschacht, damit das durchgeglühte Feuer tief unten an der Basis Nahrung findet. Am Fuß des Kegels sticht Hubert Stollenberg die Zuglöcher ein. Etwa alle 4 Meter entfernt er die Abdeckung aus Laub und Erde bis zum gesetzten Rohholz. Die Verkohlung des Meilers kann beginnen. Im Quandelschacht steckt die Schürstange, ein Fichtenstamm, mit dem die Köhler die Füllung verteilen. Hubert Stollenberg verdichtet die Glut im Schacht. Durch das Nachstochen mit der Schürstange sackt unten die glimmende Kohle nach und greift allmählich auf die nächste Fülle stehenden Buchenscheite über. Die Öffnung verschließt eine Rasenplagge, damit der Meiler Luft von unten, nämlich aus den Zuglöchern, zieht. Auf diese Weise lenken die Köhler die Glut in der Röhre nach oben. Da der Meiler immer wieder gefüttert werden muss, benötigen die Köhler weiteres Brennholz. Aus der Fülle dringt verstärkt Rauch, die Abdeckung schließt nicht mehr dicht. Franz Stollenberg bringt eine frische Rasenplagge auf die Kuppe und füllt neues Brennholz ein. Während des Fütterns ist windiges Wetter von Vorteil. Der Meiler erhält dann mehr Sauerstoff. Er ist schneller gar. Der dicke weiße Qualm zeigt an, dass hier hauptsächlich Wasserdampf, also die dem Holz entzogene Feuchtigkeit, entweicht. Am Abend des ersten Tages ist der Feuerschacht durchgeglüht. Für die Köhler beginnt die erste Nachtwache am Meiler. In den folgenden Tagen wechseln sie sich, jeweils zu zweit, alle 8 Stunden am Kohlplatz ab. Fing alles klar zu sehen. Alle 3 Stunden überprüfen die Männer beim Umrunden des Meilers, ob der Kegel gleichmäßig verkohlt und ob die Zuglöcher am Fuß offen stehen. Oben auf dem Kopf sehen sie nach den Rauchlöchern. Pass auf, Klaus, dass du nicht hier drin bist. Am nächsten Morgen Schichtwechsel. Während Wolfgang Stollenberg die Zuglöcher kontrolliert, überprüft Hubert Stollenberg oben den Brennverlauf. Alle 12 Stunden treten die Männer jetzt die fertige Holzkohle auf der Kuppe herunter, um die Hohlräume zu verdichten, die bei der Abgabe der Destillationsprodukte entstehen. Die darin enthaltene Luft könnte sonst Einbrüche verursachen oder die Holzkohle entzünden. Der Meiler am Morgen des 4. Tages. In der Mitte der Kuppe hat sich ein kleinerer Kegel aus vollständig verkohltem Holz gebildet. Durch die Hitze ist die Deckschicht des Kegels luftdurchlässig geworden. Die Köhler müssen sie wieder mit neuer Erde bedecken. Jede stärkere Windböe könnte sonst die ungeschützte glimmende Holzkohle entzünden. Die Rauchlöcher, seitlich und in der Höhe etwa 40 cm auseinanderliegend, bilden eine zickzackförmige Linie um den Meiler. Die unteren Öffnungen bewirken, dass das dahinterliegende Rohholz vorgekohlt wird, während mithilfe der oberen Löcher die fast fertige Holzkohle nachschwelt. Beim Einstechen der oberen Reihe kann der Köhler an der Konsistenz und am Klang feststellen, wie weit die Verkohlung nach unten fortgeschritten ist. Laub und Erde bilden über dem gesetzten Holz eine dichte Isolierschicht, die wesentlich für den Verkohlungsprozess ist.
Die in der Sonne liegenden Stellen trocknen schneller aus. Der Meiler bekommt Luft von außen und verschwelt einseitig. Deshalb halten die Köhler den Meilermantel ständig feucht. An der Meilerflanke erkennen Hubert und Wolfgang Stollenberg einen Einbruch. Einbrüche entstehen, wenn der Wind einseitig auf den Kegel drückt oder wenn Hohlräume entstehen, weil die fertige Kohle nicht genügend heruntergetreten wurde. Die Glut erhält in beiden Fällen zu viel Sauerstoff. Das Holz verbrennt, anstatt zu verkohlen. Deshalb ist es dringend notwendig, diese Stelle zu öffnen, damit nicht der gesamte Meiler in Brand gerät. Das auflodernde Feuer geht zurück, sobald die Kohle dicht aufeinander liegt. Nachdem es zusätzlich gelöscht ist, füllen die Köhler das Loch mit Rohholz auf. Darauf kommt, ähnlich wie beim Aufbau des Meilers, eine Schicht aus Grassoden bzw. Laub, die zuletzt mit Kohlerde bedeckt wird. Die erneute Verkohlung kommt an dieser Stelle von selbst wieder in Gang. Am fünften Tag liegen die Rauchlöcher nur noch etwa einen Meter über der Meilerplatte. Die hohe Innentemperatur lässt die Flanken sehr schnell austrocknen. So, haben wir es gekehrt. Das Wetter spielt eine wesentliche Rolle für die Meilerköhlerei. Ideale Bedingungen herrschen an trockenen Tagen mit mäßigem Wind vor. Bei zu heißem Wetter bekommt der Meiler zu wenig Sauerstoff, er zieht nicht. Starke Windböen führen dem Meiler zu viel Sauerstoff zu, sodass das Holz einseitig verkohlt oder sich sogar entzündet. Nachdem der Meiler fertig verschwelt ist, muss er etwa 24 Stunden auskühlen. Das Ausräumen der Holzkohle bedeutet den schwersten und zugleich schmutzigsten Teil der Meilerköhlerei. Die Holzkohle wird begossen, mehrfach gewendet und auf diese Weise zum Rand der Meilerplatte geschaufelt, wo sie vollständig erkalten muss. Die Verkohlung dieses aus 80 Raummetern Buchenholz zusammengesetzten Meilers erbringt rund 200 Zentner Holzkohle. Die Köhler benötigen 3 bis 4 Tage, um den Meiler auszuräumen und die Holzkohle in Säcken verpackt abzutransportieren.